Der 1. FC Saarbrücken hat heute das erste von zwei Nachholspielen bestritten, nachdem die Spiele wegen Problemen mit dem Rasen abgesagt worden waren. Zu Gast im Ludwigspark war die Spielvereinigung Unterhaching. Um noch ins Rennen um den Aufstieg eingreifen zu können, wollten die Blau-Schwarzen unbedingt 3 Punkte holen. Spiel 1 nach Luca Kerpers Wechselverkündung in die Bundesliga, bevor es für ihn nach Heidenheim geht. Aber erstmal das Nachholspiel des FCS gegen an diesem Abend effiziente Hachinger. Die nutzen nämlich ihre allererste Torchance direkt zur überraschenden Führung. Matthias Fetsch, 26. Minute. Der FCS früh hinten, aber kein bisschen geschockt. Die Antwort nur 7 Minuten später, Kerber auf Tim Ziveya. Ausgleich! Nach seinem Traumtor am Wochenende in Dresden legt Ziveya direkt nach. Wieder so ein Sahnetreffer, aufgelegt von Luca Kerber. Wichtig, der Ausgleich noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel dominieren die Hausherren weiter und drehen die Partie. Luca Kerber, 49. Minute. Wohl beflügelt durch den Wechsel ins Oberhaus, bester Mann auf dem Platz. Danach fallen keine Tore mehr. Luca Kerber sichert seinem FCS 3 wichtige Punkte im Kampf um die Relegation.